Krimi für die Krimi-Mimi. Und zwar ein klassischer Whodunit, also ein Wer war's. Und zwar sind wir in Japan kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Ermittler Konsuke Kindaichi kommt auf diese Insel, Gokumon, weil sein Kamerad ihm gesagt hat, dass seine drei Halbschwestern sterben werden. Daraufhin macht er sich dort eben auf die Reise, um dieser rätselhaften Prophezeiung nachzuspüren. Ein klassischer Krimi, bisschen mystisch auch, bisschen gruselig, aber eigentlich nicht schlimm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sieht sehr gut aus, kann man auch wunderbar verschenken. Am Ende gibt es natürlich die klassische Aufklärung und man hat auch noch so ein bisschen Japan-Feeling dabei. Es werden Tempel besucht und Kimonos angezogen. Kann ich nur empfehlen.